Hallo und herzlich willkommen zur neuen Rätselrunde. Heute in einer Spieler gegen Spieler Folge und es geht gleich los. 3, 2, 1 und go! So, machen wir mal. Hast du es mitbekommen? Etüde! Alles gut, alles gut. Dann ist ja schön. Nee, das ist er nicht, der Gauner. Dann machen wir das mal so. Unsanft. Grob. Nee. Ein Tau ist auch das nicht. Okay. Huch. Ja, stimmt. Ach, dann ist das Tau wieder das Ding. Ah, nee, auch nicht. Oh, das ist ja jetzt schlecht. Auch nicht. Mist. Okay. Gehen wir woanders lang. Positive Gruppeneigenschaft. Was? Herbstblume. Ist die. Weiß ich noch nicht. Pontiac-Variante. Oh Gott, was sind denn das für Sachen? Kanzelrede ist auch eine. Kanzelrede, ist das eine Predigt? Könnte sein. Oh, tatsächlich. Cool. So. Okay. Das ist die ESA. Lichte Wesen. Schuften. Rackern. Rackern? Nee, rackern, nicht ackern. Hier kenne ich. Machen wir erstmal Cash. Aber ja, es ist anscheinend rackern. Lichte Wesen sind doch nicht schon wieder die Asen. Aha. Ganzheit ist auch eine Einheit. Wow. Ah, toll. Flächenmaß, Mehrzahl, Meter. Nein. Sowieso nicht Quadratmeter. Italienisch Zeit. Tempo. So, französischer Maler Auguste. Oh Gott. Renoir vielleicht. Das ist der einzige, der mir gerade einfällt. Oh, nice. Are, okay. Positive Gruppeneigenschaft ist das. Großer Fluss. Utrom. Nein, das heißt was anderes. Herbstblume, Asta, das haben wir. Der Ganove ist das hier. Natürlich. Jetzt haben wir es endlich. So. Was haben wir hier noch? War das nicht so ein... Nee, Pinto. Pinto war's. Okay. Das ist ruppig. Ja. Speisesaal, weiß ich noch nicht. Bühnenbild, weiß ich noch nicht. Oh Mist. Englische Abrede. Anrede. Ist die Mrs. Achso, Bühnenbild ist natürlich das. Vorname der Engelke ist das. Speisesaal ist die. Ach ja, natürlich. So. Präposition. Ist das hier auf? Vetter ist der Cousin. Programmiersprache. Gute Frage. Abkürzung Rappen. RP. So, Ausruf des Erstaunens. Das ist das. Ja, genau. Dann haben wir hier den Marsch. Englisch vorüber. Ist over, ist es aber nicht. Einzelheiten, Details möchte ich bitte haben. Baustoff. Stein, Holz, Zeug. So, was haben wir hier? Teichbewohner. Sind Fische. Sind die nicht hoch? Ein Teichbewohner ist der Frosch.
Ah, ich dachte, das ist jetzt Mehrzahl gemeint. So, dann haben wir hier Anno und dann haben wir den Notar. Dann Situation ist eine Lage. Ja. Und Kies ist der Baustoff. So, großer Fluss. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ach so, oh, ich depp. Ich depp. Natürlich, Elektrizität ist auch ein großer Fluss. Boom. Fertig. Oh. Wollen wir erstmal das andere machen? Okay, gut, dann los geht's. Dann schauen wir mal. Ich nehme mir ausnahmsweise mal die Zeit. Besatzung, oh Gott. Ja, weiß ich noch nicht. Englisch Fehler ist dieses. Dann habe ich schon mal die 6. Nee, gebe ich mal nicht ein. Ich glaube, die Besatzung habe ich jetzt auch. Dann weiß ich, was der erste Buchstabe ist. Gucken wir mal, ob das so stimmen kann. Kreuzesinschrift. Oh, Rune? Nein. Wirtschaftliche Erträge. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Denkvermögen. Das weiß ich. Okay. Erträge sind dann das. Okay. Die 2 habe ich jetzt auch. Die 3 ist easy. Muss ich nicht mal das Wort für kennen. Miraculix war ein Druide. Also, ja, okay. Held des Wilden Westens ist John Wayne, Cowboy, Lucky Luke. Keine Ahnung. Schluchten. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die damit meinen. Flach ist. Ah, warte mal. Disneys Eiskönigin. Okay, ja. Oh, haufenweise Sachen aus irgendwelchen Filmen. Wow. Den Star Nicholas kenne ich auch. Aber auf die 5 komme ich gerade nicht. Also lassen wir überspringen mal die mal. Französisch für Weihnachten ist Noël. Außerdem wussten wir ja eh schon, dass da ein O hinkommt. Dann könnte hier eine S, ein S eventuell. Erdgeschoss ist Parterre ist EG. Vereinigtes Königreich ist UK oder VK. Also VK sagt doch keiner. Harte Früchte sind. Okay, ja. Ich glaube, das Wort heißt Windhose. So, und jetzt wird das Ganze mal eingegeben alles. So, jetzt zack, zack, zack. Jetzt muss ich nämlich das aufholen, was ich vorher nicht eingetragen habe. Zuwendung ist eine Spende. Easy. Oder Windrose? Oder Windrose? Gucken wir mal. Wirtschaftliche Erträge sind Gewinne. Denkvermögen ist mir noch nicht so bekannt, was das sein könnte. Reihenfolge ist eine Serie? Ja. Karteikartenreiter. Ne. Kartoffelsorte. Oh Gott. Die, die im Boden wächst. Auserlesen. Elitär? Aha. Besatzung ist die Crew. Das ist so. Dann haben wir hier Error. Ja, soweit gut. Aber ich glaube, mein Mikrofon ist nicht so laut diesmal. Dementsprechend stelle ich mal die Musik ein wenig leiser. Hab's gerade erst angeschlossen. Also dementsprechend, wenn da irgendwas nicht richtig ist, dann geht das auf meine Kappe. So, englischer Adelstitel. Könnte der Lord oder sowas sein. Britischer Alchemist John. Nee. Kurz für Daniela. Dani. Okay.
Regionaler TV-Sender, NDR, Zeitvertreib, Spül. Und dann haben wir hier den Earl. Okay. So, Start in Afrika. Ghana. Dann haben wir Gas, dann haben wir die Tonleiter, ist die, ja. So, Schluchten sind Täler. Easy. Empfehlung, ein Rat. Das ist die Skala, würde ich sagen. Ja, ist es auch. Brandrest ist Asche. So, dann haben wir hier Nicolas Cage, den Egel. Nicolas Cage, der Egel, ja. Ich glaube nicht, dass dann... Also es wird wohl Windrose sein, was da rauskommt, ja. Glätten, Ebenen. Zack. Herzstromkurve ist EKG. Das K steht, glaube ich, für Cardio. So. Brayburn ist eine Kartoffelsorte. Nein, Quatsch. Dann haben wir hier den Intellekt. Flach ist auch glatt. Nee, platt. Ach, dieser Typ, Herb. Ich glaube, den hatten wir schon mal irgendwann. So, Freund von Harry Potter. Ist Ron Potter. Nein. Das ist Perseus. Achso, hier der Tab. Genau. Und ich habe keine Ahnung. Carena. Marena. Okay. Wusste ich nicht. Kur-Dings. Kurhaus. Mhm. Dann haben wir hier. Oh, wie hieß das nochmal? Gabi hieß das nicht. Dann machen wir erstmal. Ach, Mali. Nee. Mali ist es in dem Fall nicht. Also ist es Bali. Und ich bin fertig. Ah. Oh, also doch etwas knapper. Ah, oh, das ist doch schön. Ja. Also. Wir haben mal wieder eine Folge rumgekriegt, diesmal eine kurze Folge, eine sehr kurze Folge mit unter 13 Minuten. Und ich werde jetzt mal so schnell, wie ich, so abrupt, wie ich angefangen habe, werde ich auch aufhören, damit sie auch unter 13 Minuten bleibt. Also tschüss, bis zum nächsten Mal, es hat mich gefreut und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.